Okay, dann schauen wir mal hier drüben im Zimmer nach, denn wir scheinen ja noch einige Logs zu haben, die wir lesen können. Und die wollen wir uns natürlich gerne noch anschauen. So, diese Audioausschnitte haben wir uns alle angeschaut, glaube ich. Ich glaube, wir müssen nur ins Archivsystem gehen, oder? Die persönlichen Logs ihres Vaters. Ja. Okay, Verschlüsselung Log Nummer 4, Entwicklung von Sam. Schauen wir uns erstmal das an. Okay, drei Stück. Gib her, Alec. Wir haben dich lange genug reden gehört. Okay, also die Ironie ist folgende. Meine Forschung über biotische Implantate und E-Zero hat diese dämliche Krankheit ausgelöst. Aber vielleicht wird sie mich auch retten. Streich das vielleicht. Hey, das ist mein geheimes Log. Jedenfalls könnte das richtige Implantat in Verbindung mit der richtigen KI die menschliche Physiologie stärken. Während die Krankheit versucht, mich zu töten, gehen das Implantat und Sam dagegen vor und halten die Dinge im Gleichgewicht. Ach so. Ergebnis? Ich bleibe noch ein wenig hier. Vielleicht löse ich auch die vielen Hochzeitstagsessen ein, die mir dieser eine Typ schuldet. Okay, jetzt verstehe ich auch, was das Ganze sollte mit Sam, inwiefern er sie retten kann. Naja, irgendwann scheint sie aber trotzdem gestorben zu sein. Scheint also nicht ewig funktioniert zu haben. Wie sehen Sie als Quarianer und Historiker die Reaktion Ihres Volkes auf die Geth? Nun, wir haben die künstliche Intelligenz verbannt, was verständlich ist. Aber es war ein Hammerschlag auf einen zerbrechlichen Nagel. Und das war was? Der Auslöser der Revolte. Der erste Geth, der uns fragte, Schöpfer, hat diese Einheit eine Seele? Aber wie konnte sie eine Seele haben? Geth hatten keine sinnvolle Wahrnehmung der Welt oder die Vielfalt an Erinnerungen, die wir für selbstverständlich halten. Und schlimmer noch, die Geth betrachteten uns als Schöpfer. Die Revolte war unvermeidlich. Wir waren ihre Vorgesetzten. Und das lehnten sie ab. Es ist interessant, dass Alex sich auch Informationen bei den Quarianern über die Geth geholt hat, denn im Prinzip, also KIs sind ja eigentlich verboten, aufgrund dessen, was zwischen Quarianern und Geth vorgefallen ist, und da ist es schlau, daraus zu lernen, was die an Fehlern begangen haben. Oh, ein Deal mit dem Shadow Broker. Ja gut, ist eigentlich logisch, dass er mit dem Shadow Broker zusammenarbeitet, denn er macht illegale Sachen, ne? Von daher, an wem wendet man sich am ehesten, wenn man was Illegales machen will? So, schauen wir mal, ob es über den Wohltäter was gibt, was wir noch erfahren können. Oh, nur einen Eintrag, Treffen mit Wohltäter, okay. Ich hatte gestern ein merkwürdiges Treffen. Ich dachte, es wäre mit Gian Garson, der Gründerin der Initiative. War es aber nicht. Gian ist die Visionärin. Sie begeistert alle für das Projekt und sorgt für Publicity. Aber offensichtlich beschafft dieser Wohltäter Ressourcen und Geld. Und zwar viel Geld. Das Ganze ist ungewöhnlich, aber das gilt für alles an diesem Projekt. Interessant. Ich frage mich, ob Direktor Ten darüber irgendwas weiß. Ich sollte mal mit ihm darüber reden. Oh, das klingt spannend. Oh, Annahme des Angebots, jetzt kommt da doch noch was dazu hier. Ich habe das Angebot der Initiative angenommen. Sie nennen mich einen Pathfinder. Es gibt keine andere Option mehr. Ohne sie wird Sam niemals Realität. Unsere Ersparnisse sind verbraucht und niemand ruft mich zurück. Ich bin ein Paria. Irgendwas an diesem Wohltäter ist seltsam. Aber Alan geht es schlechter. Ich darf sie nicht im Stich lassen. Tja, also am Ende ist die ganze Entwicklung von Sam nur auf der Tatsache begründet gewesen, dass Alex Frau krank war. Gut, schauen wir uns noch das verschlüsselte Log an. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden.
Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Stimmt, verschlüsselt heißt, es ist nicht auswählbar. Macht irgendwie Sinn. Okay, haben wir trotzdem einiges erfahren und wir haben eine neue Mission, nämlich mit Director 10 mal über die ganze Sache zu sprechen. Das sollten wir auf jeden Fall tun bei nächster Gelegenheit. So, wir schauen nochmal ganz kurz hier, ob irgendjemand... Oder was? Nee, okay. Ob irgendjemand hier mit uns sprechen möchte, kann, soll, darf. Captain Dunn, gibt's mit dir was Neues? Gute Arbeit mit dem Prodromos Außenposten, Pathfinder. Ja, natürlich. Wir sind bereit, ein paar Kolonisten aufzuwecken und sie darunter zu schicken. Ich freue mich schon darauf, die Begeisterung in ihren Gesichtern zu sehen, wenn ihnen klar wird, dass das hier wirklich passiert. Okay, aber ansonsten nichts. Danke für Ihre Zeit. Gerne doch. Freut mich, wenn die Leute sich darüber freuen, was ich mache. Wäre ja auch irgendwie doof, wenn nicht. Schließlich, Alles okay, Jack. Mache ich die... Einfach nur hier was machst du denn schon wieder trotzdem hier? Danke. Schließlich mache ich die Planeten lebensfähig. Nein, ich war nur in Gedanken. Von denen habe ich ziemlich viele. Aber wir sehen uns dann auf der Tempest, ja? Natürlich, Kleine. Hey, Ryder, machen Sie einen Spaziergang? So ungefähr. So was Ähnliches. Ich selbst komme gerade von der Nexus. Es ist langweilig dort. Das ändert sich gerade. Jetzt gibt es dort Hoffnung. Hoffnung ist gut. Ich saß dort über ein Jahr fest, also wenn ich nicht gerade Eos erkundet habe. Und ich weiß, dass jetzt alles besser wird, lebendiger. Aber ich habe zu viele schlechte Erinnerungen daran. Viel Zeit werde ich dort wohl nicht verbringen. Das ist in Ordnung. Dich will dort auch keiner sehen, glaube ich. So, dann brechen wir mal auf. Wieder auf die Nexus. Und schauen mal in der Führungsebene vorbei, würde ich vorschlagen. So, war mal ganz interessant mit Sam, was es da so alles zu erkunden gab. So, Kryostation. Wir können mal bei Sarah vorbeischauen. Doch, das machen wir nochmal schnell. Das ist ja eine kleine Abteilung. Die Behörden warnen vor dem Verzehr einer von Habitat 7 eingeführten kirschähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen. Rätselhafte Symptome, na da. Ein Freund von mir war auf der Galerianischen. Das war okay. Nicht gut. Verdammte Exilanten. Verdammte Exilanten. So, möchte jemand mit mir sprechen? Dr. Carlyle. Oh, ich hänge fest. Gibt's denn irgendwas Neues über Sarah? Sie besuchen uns wieder. Ja, aber mit dir gibt's nichts, okay? Das wäre alles, Harry. Danke. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Wir haben schon so lange nichts mehr gehört, was Fortschritte mit Sarah angeht. Ich weiß auch gar nicht, wo sie jetzt genau liegt. Ich meine, die wird ja nicht mehr hier hinten drin sein, oder? Das wäre seltsam. So, ich glaube, hier gibt es tatsächlich nichts Neues für uns. Ein langes Nickerchen gemacht. Nö. Sieht alles wie immer aus. Okay, dann lassen wir die mal alle weiter schlafen hier. Ich wäre ja echt mal dran interessiert, was über Sarah zu erfahren. Aber das wird wohl so schnell nicht passieren, habe ich das Gefühl. So, ich finde gut, dass er so schön sprintet. Also, dass er auch wirklich sprintet und nicht bloß so ein bisschen joggt. So, Andockbucht waren wir schon. Kommandozentrale, das bleibt noch übrig. Die Behörden warnen vor dem Verzehr einer von Habitat 7 eingeführten kirschähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantäne. So, da sind wir an der Kommandozentrale und auch hier gibt es jetzt noch einiges an Quests zu erfüllen. Fangen wir mal mit Candros an, denn da geht es ja um die. Ja, da geht es ja um die Proteste, die wir gefunden haben. Wir brauchen die Bilder der Panzerungskamera. Das haben die Cat also vor. Sie verwandeln Leute in willige Sklaven? Jetzt wissen wir, warum sie so viele Gefangene nehmen. Naja, jetzt nehmen sie mit Sicherheit keine mehr. Ich muss mit ihnen über die Stase-Aufhebung und die Demonstranten in den Hydrokulturen reden. Verstehe. Vielleicht sollte ich dafür die anderen holen. Demonstranten haben die Hydrokulturen besetzt? Sie wollen, dass ihre Familien aus der Stase geholt werden. Der Außenposten auf Eos hat den Ablaufplan unterbrochen. Und jetzt sind Dutzende Leute auf unterschiedliche Kolonieblöcke verteilt. Die Demonstranten wollen dieses Problem noch heute gelöst sehen. Wissen Sie, in unserer Position...
Wir können diese Familien nicht aufwecken. Wir haben nicht die Ressourcen dafür und wüssten auch gar nicht, wohin mit ihnen. Also wir haben Außenposten, so ist es ja nicht. Und welchen Sinn haben dann all die Außenposten, die ich errichtet habe? Die Leute brauchen nicht nur einen Platz, Ryder. Sie brauchen Arbeit, für die sie ausgebildet wurden. Und wir haben für diese Familien keine Aufgaben. Wenn ich sie einfach in irgendeinen Außenposten mit einer freien Koje stecke, werden sie zu einer Last, die wir uns nicht leisten können. Was schlagen Sie vor? Wir lassen die Familien in der Stase, wo sie sicher sind, und vertreiben die Demonstranten aus den Hydrokulturen. Sie mögen ja einsichtig wirken, aber das galt auch für die Exilanten. Eine Revolte war genug. Unser Überleben ist wichtiger als Familienzusammenführungen. Okay, ich höre mir aber erstmal hier andere Meinungen an, würde ich sagen. Das klingt mir nämlich nicht nach der sinnvollsten Vorgehensweise dabei. Wie würden Sie mit den Demonstranten verfahren? Ich würde einen Trupp reinschicken und sie raustreiben. Wenn es sein muss, auch mit vorgehaltener Waffe. Wenn sie sich wehren, landen vielleicht ein paar von ihnen auf der Krankenstation. Aber das ist besser, als die Hydrokulturen zu verlieren. Oder die Nexus. Wer spricht denn von den Hydrokulturen verlieren? Also das ist doch ein bisschen weit hergeholt. So viele waren es jetzt auch nicht gewesen. Glauben Sie, dass diese Proteste gewalttätig werden könnten? Wir sind alle Pioniere. Auch Zivilisten sind zäh genug, um Ärger zu machen. Und Störungen der Hydrokulturen gefährden unsere Sauerstoffversorgung. Das wissen die genau. So, das ist jetzt also die Frage. Beenden wir es gewaltsam oder geben wir nach gegenüber den Demonstranten? Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt entscheiden muss. Das ist nicht meine Aufgabe, ganz ehrlich. Ja, sie sind dann nutzlos quasi innerhalb der Außenposten. Was machst du mit deinen Augenbrauen, Ryder? Allerdings, ich glaube nicht, dass die gewaltsame Niederschlagung wirklich helfen wird auf der Nexus. Denn das führt am Ende nur zu weiterer Eskalation. Deswegen würde ich sagen, geben wir lieber ein bisschen nach. Diese Leute sind nicht unsere Feinde. Wir haben diese lange Reise nicht auf uns genommen, um Familien auseinanderzureißen. Wir lösen das Problem mit der Ressourcenknappheit schon irgendwie. Ihr Mitgefühl ist bewundernswert, aber... Dann werden wir wohl alle den Gürtel enger schnallen müssen. Sie können einen Stase-Override-Befehl von der Kommandozentrale aus erteilen. Hoffentlich ist der Rest dann auch so einfach. Schauen wir mal. Gut, okay, sind wir mal wieder der Gute. Ich hoffe, das ist okay, was ich hier mache. Wir werden es sehen, aber ich meine, wir werden ja noch weitere Kolonien errichten, von daher wird das schon passen. Apex-Teamleiter, hey Ryder, hätten Sie mal kurz Zeit? Na klar doch. Ja, Lieutenant Sajax, richtig? Genau. Ich stelle gerade Apex-Teams zum Schutz der Leute und Aktivposten zusammen, die sie da draußen zum Einsatz bringen. Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet und könnten von ihren Erfahrungen profitieren. Na dann, hat man das nicht schon mal? Direkte Erfahrungen, Informationen? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich lasse Sam unsere Erkenntnisse über die Cat, die Relikte und die Gruppierungen von Gesetzlosen, denen wir begegnet sind, sofort hochladen. Danke. Sie werden sehen, Apex wird etwas bewirken. Na klar. Das kam mir jetzt irgendwie sehr bekannt vor, das Ganze. Ich hätte gedacht, das hätten wir schon mal geführt. Das haben wir schon mal geführt. So, gibt's denn noch irgendwas in der Ecke? Verletzungsbericht. Minimale Verluste. Es war eine gute Sid, Woche. Gibt's mit dir was Neues? Hi. Ich will dich nicht länger von der Arbeit abhalten. Okay. Das war eine sehr kurze Unterhaltung. Auf dieser Station. Was gibt's? Oh, hier gibt's noch was Neues. Carrie Tevessa. Ich habe noch eine andere Journalistin kennengelernt. Carrie Tevessa? Ja, wir strahlen Carries Doku-Reihe aus. Weg eines Helden. Sie ist wirklich gut. Ich bin hier weitestgehend auf mich allein gestellt. Also freue ich mich über so gut wie jeden, der mich mit Beiträgen versorgt. Das Wichtigste sind Inhalte. Und ihre Inhalte treffen wirklich einen Nerv. Ja, schön, das freut mich. Wir reden später weiter, Davis. Alles klar, ich bin hier. War Davis nicht der, der diesen Radiosender geleitet hat? Ich hätte ja erwartet, dass der irgendwie nochmal ein Dankeschön für uns hat, dafür, dass wir die Sendeposten aufgestellt haben, die Antennen. Aber warum auch? So, hier gibt's ja nichts Neues, ne? Ich glaube, das ist ja, das hatte alles damals mit der Mission zu tun, die wir durchgeführt hatten. Mariette, kennen wir dich? Ich kann es kaum glauben. Du bist frei. Oh, Pathfinder. Das verdanken wir nur ihnen. Ja, ich bin froh, dass sie das Richtige getan haben, Ryder. Freut mich, freut mich.
Sie sollten sich in Zukunft besser unter Kontrolle haben, Lirken. Was? Was meint er denn damit, Liebling? Erzähl ich dir später. Lass uns einfach nach Hause gehen. So, freut mich, dass ihr wieder fröhlich beisammen seid, glücklich. Komisch, warum stecken die zusammen in der Zelle, wenn daneben eine frei ist? Naja. Gut, dann schauen wir mal hier oben nach. Es müsste auch irgendwo noch Carrie Tavessa rumspringen, mit der wir noch ein Interview führen, würde ich denken, ne? Noch ein beunruhigter Bürger, davon gibt's viel zu viele. Kann ich Sie kurz sprechen? Was gibt's? Sie stellen sich da draußen den Cat. Wir hören hier nur Gerüchte, dass Sie Monster sind. Vielleicht verstehen Sie uns bloß nicht. Glauben Sie, dass Frieden mit Ihnen jemals möglich sein wird? Möglich ist alles, können wir ja mal sagen. Ich glaub's nicht wirklich, aber vielleicht beruhigt es ja die Leute. Wir kennen die Zukunft nicht. Ich möchte daran glauben, dass es mit genügend Zeit immer eine Chance gibt. Wenn Sie Hoffnung haben, dann habe ich auch Hoffnung. Hoffentlich erlebe ich das noch. Danke für Ihre Zeit. So, immerhin einer ist beruhigt, das ist doch schön. Was machen die eigentlich immer, diese seltsame Hockhaltung da, in die die immer gehen? Gut, schauen wir mal hier drüben bei Cash vorbei. Hey, Drag! Was geht ab, mein Freund? Ich mache mir Sorgen um die Nexus, wenn euch die Cat finden. Verteidigen wir die Station. Das ist alles, was wir hier tun können. Sorg du einfach dafür, dass dem Pathfinder nichts passiert und die Cat beschäftigt sind. So sieht's aus. Sie wirken nachdenklich. Ich habe mich nur gerade daran erinnert, wie Cash das erste Mal Werkzeug in die Finger bekommen hat. Klingt spannend. Erzählen Sie mir die Geschichte. Darum müssen Sie mich nicht zweimal bitten. Also, das erste Mal, ja, das war unser Generator. Sie hat ihn komplett zerlegt. Während er noch lief. Hat das keinen Kurzschluss verursacht? Sie mochte das Geblitzel. Und Sie können sich vermutlich vorstellen, was los war, als sie rausgefunden hat, dass größere Geräte noch größere Funken erzeugen. Klingt nach viel Spaß. Die zusätzlichen Ressourcen aus den Kolonien erleichtern uns unsere Arbeit deutlich. Das freut mich, Cash. Gute Arbeit mit dem Außenposten. Vielleicht entspannt sich Addison jetzt ja ein bisschen. Wie meinen Sie das? Sie war ziemlich aufgebracht darüber, dass die Initiative bisher noch keinen Außenposten errichtet hatte. Was absolut verständlich ist, wenn Sie mich fragen. Trotzdem bin ich froh, dass sie jetzt Arbeit hat, auf die sie sich konzentrieren kann. Okay, also wieder bloß ein fröhliches Lob für uns. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis bald. Allerdings ein bisschen outdated, denn Prodromos ist ja nun schon eine ganze Weile errichtet bei uns. Kannst du mal sehen, wie lange ich hier schon nicht mehr war. So, hier oben. Wer bist du? Williams. Oh, Spender! So viel Gewalt. Und nachdem sie beinahe die Station zerstört hätten, verlangen die Kroganer mehr Macht. Daraus wird nichts. Das ist eine Mission für Drag jetzt, mit Spender zu sprechen. Stimmt, da war was. Ryder, richtig. William Spender. Entschuldigen Sie, falls wir uns bereits kennen, aber ich treffe so viele Leute, das bringt die Leitung der Kolonialverwaltung mit sich. Die Leitung der Kolonialverwaltung? Ich dachte, Sie sind stellvertretender Direktor. So ist es. Ich bin Addisons Assistent. Wir wissen also beide, wer die eigentliche Arbeit macht. Soweit ich weiß, haben Sie sich die Hände ziemlich schmutzig gemacht. Ich habe die Aufnahmen gesehen. Sie haben irgendetwas übergeben. Was für Aufnahmen? Aus Gavorkam? Das war ein ganz normales Geschäftstreffen. Ich weiß ja nicht, mit wem Sie geredet haben, aber er hegt offenbar einen Groll gegen mich. Und ganz ehrlich, ein Pathfinder sollte seine Zeit nicht mit einer Hexenjagd vergeuden. Es wäre vernünftig, die ganze Sache einfach zu vergessen. Ein seltsames Verhalten, ganz ehrlich. Den Planeten aus der Überwachungsaufnahme finden ist die nächste Aufgabe. Okay. Ja, also das Verhalten war doch schon sehr verdächtig, muss ich sagen. Und hier haben wir auch Carrie Tavessa, alles klar. Dann führen wir doch mal unser Interview, würde ich sagen, nicht wahr? Hi, die Dokumentation kommt extrem gut an. Ihre Kommentare sorgen für reichlich Gesprächsstoff. Direktor Tan hat die erste Sendung übrigens geliebt. Er hat Ihnen sogar eine Zuwendung für Ihre Ausgaben geschickt. Yay. Danke. Dann kommen wir mal zu den spannenden Themen.
Die Wissenschaftler sind von ihrem neuen Außenposten begeistert. Aber viele Leute fragen sich, wieso Prodromos überleben sollte, obwohl Anlage 1 und 2 gescheitert sind. Könntest du vielleicht mal das Licht ausmachen? Es wird überleben, weil wir die Umweltanlage wieder repariert haben? Mein Team und ich haben EOS gründlich erforscht und sogar die Stürme beendet. Alles Weitere liegt jetzt beim Außenposten. Aber die alten Gefahren existieren nicht mehr. Was nicht heißt, dass keine neuen auftauchen könnten, mit denen Prodromos aber hoffentlich zurechtkommen wird. Diese Risiken sind sicher sehr stressig. Wie entspannen Sie sich zwischen den Missionen? Entspannung. Oh, sie zuerst. Ach nee, echt. Man kann mit der auch rumflirten. Das ist ja schrecklich. Es geht mit jedem. Mit jedem. Das finde ich gut. Ich gehe an die Bar. Intensiv. Ich habe keine Ahnung. Was machen wir denn? Wir verbringen eigentlich die Zeit mit unserem Team. Das ist eigentlich die wahrste Antwort dabei. Meine Crew und ich verbringen unsere Freizeit gemeinsam. Wir sind ein Team. Auch das ist Geschichte. Diese kleinen Augenblicke dazwischen. Jetzt noch einige Bilder dieser Relikttechnologie, ein paar Erklärungen und die Episode ist fertig. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Immer wieder gern. So, ich denke mal, die wird sich bald wieder melden, denn wir sind ja schon ein ganzes Stück weiter in der Geschichte mittlerweile. Da müssen wir also mal wieder unsere Mails checken, wenn wir zurück auf der Tempest sind. Und jetzt sollten wir erstmal schauen, Kapselsteuerung, das müssen wir machen, um die Demonstranten zu beruhigen. Okay, sende jetzt den Override-Befehl. Die Stase-Kapseln müssten jetzt entsperrt werden. Sie machen das wirklich? Ich war bei dem Protest in den Hydrokulturen dabei. Ich dachte, wir bekämen lediglich weitere Ausreden. Aber wir haben bereits ein Jahr mit dem Warten auf unsere Familien verloren. Ich bin froh, dass es jetzt soweit ist. Tja, kannst du mal sehen. Ich mache was. Es wird eine Weile Einschränkungen geben, weil wir die Neuankömmlinge ernähren müssen. Aber sie sind da draußen. Wir schaffen das schon irgendwie. Meine Mom hatte Angst, dass etwas schief geht und sie in der Stase die ganze Zeit wach ist. Ist sie zwar nicht. So funktioniert das nicht. Aber ich will, dass sie rauskommt, damit ich es weiß. Override abgeschlossen. Stase-Aufhebung ausgelöst für Jasper K. Griffith G. Pirtwist A. Demerci P. Kozlov S. Da, das ist sie. Juhu, na dann, raus mit dir. Was machen Sie noch hier? Ihre Mom sollte beim Aufwachen als erstes ihr Gesicht sehen. Jawohl, danke. Angesichts der neuen Ressourcenverteilung könnte es erforderlich werden, dass das Personal in Stase auf der Hyperion jetzt länger warten muss. Naja. Wenn es soweit ist, haben Sie alle ein Zuhause, für das sich das Aufwachen lohnt. Versprochen. Aber es ist eigentlich schon sinnvoll, die auch familienweise aufzuwecken, denn innerhalb der Familien wird es dann auch Altersprobleme geben, glaube ich, ne? Wenn jetzt die Mutter noch ein paar Jahre lang liegen bleiben würde und dann erst später rausgeholt wird, dann wäre die Mutter am Ende vielleicht so alt wie ihr Sohn oder sowas. Das wäre dann auch merkwürdig. So, ich glaube, mit Edison gab es auch noch was wir besprechen müssen. Pathfinder. Oh ja, da gibt's einiges, wie es aussieht. Wie läuft's mit der Lebensfähigkeit? Recht erfolgreich. Es klingt vielleicht platt, aber sie sind ihrer Aufgabe gewachsen. Das freut mich. Wie hat die Nexus auf unsere neue Ansiedlung reagiert? Die Leute wollen unbedingt mithelfen. Die Möglichkeiten sind natürlich begrenzt, aber sie inspirieren sie. Haval lockt vor allem Wissenschaftler an. Und das, obwohl dort noch so wenig erschlossen ist. Trotz des Gewölbes bleibt der Planet ungewöhnlich. Aber wer weiß, vielleicht erwartet uns ja eine Überraschung, was die dortigen Ressourcen betrifft. Unter Vold verbirgt sich so vieles. Einige bezeichnen es als wunderschön, allerdings nicht in meinem Beisein. Poesie ist bei mir weiterhin tabu. Ich kann mir vorstellen, dass Haval, was die Versorgung mit Essen angeht, noch ziemlich wichtig werden könnte. Okay, schauen wir erstmal, was den Kälteschlaf angeht, denn da war noch was gewesen. Ich glaube, wir sollten noch irgendeine Mutter wecken oder so von jemandem. Ich habe Informationen über einen bestimmten Schläfer, den ich gerne aus dem Kälteschlaf holen würde. Haben Sie den Ärger schon vergessen, den derartige Bevorzugungen bereits verursacht haben? Ja. Hören Sie, Sie sind der Pathfinder. Wenn Sie eine Anfrage für Ihr erweitertes Team haben, können Sie die einreichen. Greifen Sie über Breckers Konsole auf die Daten der Schläfer zu. Mich geht das nichts an. Solange daraus kein Problem für mich erwächst. Ist das klar? Na klar, aber einzelne Personen werden doch jetzt kein riesiges Problem darstellen, oder? Pathfinder.
Und dann wollen wir natürlich noch über Spenders Loyalität sprechen. Ich habe nachgeforscht und es gibt da ernsthafte Bedenken wegen Spender. Und was hat das mit Ihrem Job als Pathfinder zu tun? Es hat etwas mit Ihrem Job zu tun. 3, 4, 5. Genau. Ich habe 1,5 Jahre lang alles erledigt, obwohl ich nichts hatte. 1000 Leute saßen mir ständig im Nacken. Spender mag ein Scheißkerl sein, aber er hilft mir. Falls Sie also Anschuldigungen vorzubringen haben, Pathfinder, sollten Sie gesichert sein. Ich lasse durchaus Leute fallen wie heiße Kartoffeln, aber nicht aufgrund eines Verdachts. Dafür haben wir nicht genug Leute. Okay. Direktor Edison? Pathfinder? Dann werden wir da mal noch ein paar Beweise finden müssen.